den Hals. Und die gleiche Punktzahl, 19,850, hat im normalen Finale auch Elena Witritschenko aus der Ukraine erzielen können. Und wir freuen uns sehr, dass wir sie endlich einmal auch im Winners Final erleben können, im aufregenden roten Gymnastikanzug. Wunderschöne Vorführung von Elena Witritschenko. Ganz anderer Stil als Jana Bartöschina. Viel ruhiger, fließende Bewegungen. Unglaublich ausdrucksstark. Und kein Wunder, dass sie auch mit dem Reifen die Grand Prix-Wertung anführt. Man redet ja immer von Politik hinter den Kulissen, in der rhythmischen Sportgymnastik, von Mauscheleien. Dies kann man sicherlich nicht von der Hand weisen. Und wenn man sich die Ergebnisse nicht nur in Atlanta anschaut, wo Elena nur den dritten Platz belegen konnte, sondern auch hier, wo in den ersten beiden Winners Finals mit dem Seil und mit dem Band jeweils zwei Russinnen im Finale standen, dann wird man den Eindruck nicht los, dass Elena doch etwas gedrückt wird. Vielleicht hat die ukrainische Lobby nicht ganz so den starken Einfluss wie vielleicht die russische. Die ist nur eine Vermutung am Rande. Lassen wir uns nun überraschen, welche der beiden Gymnastinnen hier dieses Winners Final mit dem Reifen gewonnen hat. Jelena Witritschenko rechts hier im Bild. Eine sehr hübsche, junge, 18-jährige Dame. Oder Jana Bartöschina. Und es ist Elena Witritschenko, verdienter Lohn, 19,90 Punkte für ihre wunderschöne Reifenvorführung.